Liebe Glaubensschwestern, liebe Glaubensbrüder, meine sehr geehrten Damen und Herren, heiße Sie heute zu unserem Stadtpatrozinium zu Ehren unserer Stadtpatrone Gervasius und Protasius in unserem Münster zu einem besonderen Gottesdienst in einer besonderen Zeit recht herzlich willkommen. Und Sie können mir glauben, im März, als bei uns die Corona-Krise losging, habe ich tatsächlich ganz oft an unser Stadtpatrozinium gedacht, an Gervasius und Protasius, aus zwei Gründen. Der eine Grund war, ich habe mir vorgestellt, wie mag es wohl im Juni, mitten des Jahres aussehen. Sind wir gut durch die Krise gekommen, sind wir schlecht durch die Krise gekommen? Wird Mitte Juni das ein oder andere wieder normal sein? Und zwei Aussagen kann ich Ihnen sagen. Erstens, ich bin dankbar, dass wir bisher diese erste Welle so gut gemeinsam überstanden haben. Und zweitens, nein, es ist noch nicht normal. Das erkennen Sie daran, wie wir diesen Gottesdienst feiern. Und wir haben uns sehr früh dafür entschieden, diesen Gottesdienst anders zu feiern. Als die Bestimmungen von unserer Landesregierung noch gar nicht klar waren, haben wir entschieden, es ist nicht verantwortbar, so viele Menschen zu unserem Stadtpatrozinium auf engen Raum zusammenzuholen. Und wir haben uns entschieden, dass wir einen Live-Gottesdienst durchführen an den Bildschirmen zu Hause. Und so geht dann auch mein erster Willkommensgruß an all diejenigen, die heute auch als treue Kirchenbesucher Sonntag für Sonntag daheim bleiben mussten, um den Gottesdienst bei sich zu Hause zu feiern. Herzlich willkommen. Und einen Vorteil haben Sie, Sie dürfen alle Lieder daheim vor der Inbrunst mitsingen. Wir dürfen nur den schönen Weisen lauschen. Also Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Und alle, die heute hier in der Kirche repräsentieren und mit uns feiern, repräsentieren eben einen Teil unserer Bevölkerung. Und so möchte ich Sie alle recht herzlich willkommen heißen. Mein erster Willkommensgruß geht an unseren Ehrenbürger, an den Altbürgermeister der Stadt Breisach am Rhein, der damit auch alle ehemaligen Ortsvorsteher, alle Träger der Bürgermedaille, alle Träger der Verdienstmedaille, alle ehemaligen mitrepräsentiert, auch die ganzen französischen Mitbürgerinnen und Mitbürger, alle französischen Mandatsträger, die eingeladen waren, vom Präfekt bis zum Bürgermeister der Partnerstadt, haben Corona-bedingt abgesagt. Herr Alfred von Arp hat so viel mit unseren elsässischen Freunden zu tun gehabt, dass er sie alle mitrepräsentiert. Lieber Alfred von Arp, herzlich willkommen. Seit 1982 lassen Sie kein Stadtpatrozinium aus. Wir haben uns vorhin ganz kurz unterhalten und dieses Stadtpatrozinium steht natürlich auch für Sie unter besonderen Vorzeichen. Herzlich willkommen. Für die Stadt, für die Bürgerinnen und Bürger, für den Gemeinderat und für alle kommunalpolitisch Verantwortliche darf ich willkommen heißen. Premiere heute, unseren ersten Beigeordneten, Herrn Carsten Müller. Schön, dass Sie uns begleiten. Und die beiden Bürgermeisterstellvertreter, Herrn Leber und Herrn Menges. Der Herr Leber repräsentiert heute zusammen mit dem Kommandant auch die Feuerwehr mit. Ich finde es schön, dass Sie heute die Uniform angezogen haben. Ich begrüße für die Stadtteile die Ortsvorsteher recht herzlich. Herrn Anton Siegel aus Gündlingen, Herr Frank Reschel aus Niederrimsingen, herzlich willkommen. Und der Ortsvorsteher aus Oberrimsingen musste sich entschuldigen. Seien Sie alle willkommen. Ich sage oft, die Stadt mit ihren Ortsvorstehern, wir sind vier, es ist ein Kleeblatt und es tut der Stadt gut. Ihnen allen ein herzliches Willkommen. Für die Stadtverwaltung, die jetzt in der Krise viel leisten musste, darf die Hauptdezernentin Frau Staats bei uns willkommen heißen. Für die Zünfte, also sprich die Vereine, freue ich mich, dass Herr Michael Fuß bei uns ist. Herzlich willkommen. Für alle Helferorganisationen, die jetzt so eng zusammenarbeiten mussten und die das sanfte Ruhekissen unserer Stadt sind, darf ich für alle stellvertretend, für Polizei, für THW, DLRG, Deutsches Rotes Kreuz und alle, die mitgewirkt haben, den Kommandanten Jochen Böhme recht herzlich begrüßen. Unser Krankenhaus ist vertreten durch den ärztlichen Direktor, lieber Herr Dr. Walter, herzlich willkommen. Das Krankenhaus hatte eine besondere Verantwortung, hatte und wird eine besondere Verantwortung haben. Wir sind froh. Wir sind dankbar, ein Krankenhaus hier zu haben. Sie haben eine ganz tolle Arbeit geleistet. Herzlich willkommen. Ich heiße willkommen für die Sozialstation, für die Altenpflegeheime, Herrn Hau und Herrn Karl-Anton Hannagard. Ich begrüße recht herzlich die evangelische Martin-Butzer-Gemeinde mit ihren Verantwortlichen, mit unserer Geistlichen, Frau Pfarrerin und mit Herrn Jäger für den Ältestenrat. Ich begrüße Herrn Martin Hau und Herrn Pfarrer Bauer mit allen Vertretungen und Gruppierungen der Münsterpfarrei. Seien Sie mir recht herzlich willkommen. Abschließende Sätze zur Begrüßung. Es ist eine besondere Zeit. Und ja, wir sind bisher gut durch diese Zeit gekommen. Und nein, es ist noch nicht vorbei.
Und aus meiner Sicht, obwohl ich immer unverbesserlicher Optimist bin, finde ich auch nichts Gutes an dieser Krise. Es ist nicht gut, dass Menschen im Seniorenheim einsam alleine sterben mussten. Es ist nicht gut, dass Menschen im Seniorenheim nicht besucht werden können. Es ist furchtbar, dass Menschen um ihre wirtschaftliche Existenz bangen müssen. Es ist schlimm, dass Kinder nicht zur Schule gehen konnten, gerade wenn sie klein sind und Schule brauchen. Es ist schrecklich, wenn sich Familien nicht besuchen konnten. Und es ist furchtbar, wenn Menschen aus dem Leben gerissen werden. Ich möchte nur an unseren Bürgermeister aus Saint-Louis, an Jean-Marie Zölle erinnern. Es ist alles schrecklich. Dankbar dürfen wir trotzdem sein, dass wir im Vergleich diese Krise bislang gut gemeistert haben. Dankbar dürfen wir sein, dass wir so viele Bürgerinnen und Bürger haben, die Verständnis auf all diese einschneidenden Maßnahmen haben. Die Zeit jetzt ist durchaus schwerer wie vielleicht die Anfangszeit, weil vieles wieder möglich ist und vieles nicht mehr verständlich ist, warum das andere nicht möglich sein wird. Und jetzt bin ich wieder der Optimist, ganz egal wie es kommen wird, ob dieses Virus hoffentlich ausgetrocknet ist oder, wie andere Experten meinen, eine zweite Welle kommen wird. Und da bin ich heute beim tiefen Kern unseres Stadtpatroziniums. Unser Stadtpatrozinium, egal übrigens, ob Sie gläubiger Christ sind oder nicht, beweist doch, diese Stadt Breis am Rhein hat schon so viel überstanden, schon so viel erlebt. Eine Pandemie jetzt nicht zwingend oft, aber sie hat schon viel überstanden und viel gemeinsam geschafft. Und der tiefe Zweck, der diesem Stadtpatrozinium auch einhergeht, und das darf ich normalerweise bei einem normalen Patrozinium immer im Rathaus, wenn ich die Gruppierungen, die Vertreter, die Repräsentanten einlade, auf den Punkt bringen. Das ist es doch, diese äußeren Einflüsse, diese Pandemie, die kam, die haben wir nicht im Fluss. Wir können sie ein bisschen eindämmen, aber wir haben sie nicht beeinflusst, sie kam. Was wir allerdings beeinflussen können mit gutem Willen, ist, dass jeder da, wo der liebe Gott ihn hingesetzt hat, an seinem Rädchen dreht. Und dies für die Stadt, im Guten für die Stadt, im Guten miteinander. Und ich bin der festen Überzeugung, bei allen Herausforderungen, die es so gibt, bei manchen Aufregungen, die im Lichte von Corona vielleicht auch überaufgeregt behandelt werden vom einen oder anderen, wenn man es denn gut meint, aus seiner Fasson für die Stadt und gemeinsam wirkt, dann kann es eigentlich nur zum Guten der Stadt werden. Und das macht wiederum zuversichtlich. Und in diesem Sinne wünsche ich uns gemeinsam und Ihnen an den Bildschirmen einen wunderschönen Festgottesdienst zu Ehren Gervasius und Protasius. Dankeschön, Herr Bürgermeister Rhein, für die guttuenden, nachdenklich machenden Worte zur Begrüßung. Bevor dass wir mit dem Gottesdienst jetzt so richtig durchstarten, liebe Glaubensfreunde hier im Breisacher Münster und an den Bildschirmen vor allen Dingen, liebe Glaubensfreunde der Martin-Butzer-Gemeinde, unserer Münsterpfarrei, unserer Seelsorgeeinheit und auch der Neuapostolischen Kirche. Bevor dass wir so richtig durchstarten, möchte ich noch ein paar Corona-bedingte Informationen Ihnen geben. Sie sehen, der Manuel, einer der von der Ministrantenleiterrunde, der putzt gerade das Ambo. Wir werden diesen Gottesdienst mit allen Hygienemaßnahmen feiern. Und ich hatte am Anfang total Angst vor den ersten Gottesdiensten. Denke ich vor lauter Hygiene überhaupt noch an Gott? Und ich spürte, die Gottesdienste in der Corona-Zeit sind sehr tiefgehende, schlichte Gottesdienste. Sie tun mir gut. Ich bitte Sie, dass Sie an Ihren Plätzen bleiben. Beim Kommunionempfang kommen die Kommunionspendenden zu Ihnen. Wenn Sie die Kommunion nicht empfangen wollen, dann bleiben Sie sitzen. Dann bekommen Sie einen Fernsegen von uns. Wenn Sie sie empfangen wollen, es ist nur mit der Handkommunion möglich. Ich bitte Sie, auch wenn so wunderschöne Lieder gesungen werden, wir haben stellvertretend den Chor mit unserer Münstermusikerin. Das war der, mit unserer Münstermusikerin Nicola Heckner. Schwingen Sie mit dem ganzen Körper, aber singen Sie bitte nicht mit. Soweit zu den Spielregeln. Wenn Sie eine Bewegung im Münster haben vielleicht noch, dann ziehen Sie bitte die Maske an. An Ihren Plätzen können Sie den Mund-Nasen-Schutz allerdings auch abnehmen. Wir sind hier, um Gott zu feiern. Gott ist in unseren Herzen, wohnt in unserer Gemeinschaft. Grüßen wir Gott. Im Namen des Vaters und des Sohnes
und des Heiligen Geistes. Der Herr ist mit euch. Ja, liebe Glaubensfreunde, heute Morgen im Deutschlandfunk, da sagte ein Sprecher zum Wort in den Tag hinein: Bleiben Sie gesund, bleiben Sie negativ. Er hat irgendwo schon recht. Ich bin gerade getestet worden, ich bin negativ, habe keine Antikörper. Er hat irgendwo schon recht, aber wir wollen positiv Gott feiern. Wir müssen unterscheiden in unseren Worten, wie wir sie wählen. Jedes Wort hat Tiefenwirkung. So auch das Wort, das Gott in unser Leben spricht. Und er spricht es oft direkt. Er spricht es durch Vorbilder in unser Leben. Er spricht es aber nicht nur durch die verstorbenen Vorbilder, sondern auch durch die Menschen, die um uns herum und mit uns leben. Hören wir heute das Wort Gottes, feiern wir es, feiern wir die Gemeinschaft der Glaubenden, feiern wir, dass wir optimistische, zukünftig in die Zukunft schauende Menschen sind, dass wir Menschen sind, die positiv denken. Loben wir Gott. Lasst uns beten. Gott, wir sind nun hier vor dir und wir danken dir, dass wir wissen können, du bist da, hier in der Kirche, in unseren Häusern und Zimmern. Und wir bitten dich, segne uns und kehr in unsere Herzen ein. Wir danken dir, dass du uns in allem Getrenntsein verbindest. Gott, wir brauchen einander. Wir brauchen Menschen, die uns den Rücken stärken, die uns Mut machen, die uns sagen, ich stehe zu dir, ich helfe dir, ich hab dich lieb. Und die uns dadurch ein wenig Heil vermitteln. Hilf uns, einander Gutes zu tun, einander zu stärken, mit einem Wort, einer Geste, einer Tat. Und segne uns. Amen.
Lesung aus dem Buch Jeremia. Ein Wort des Herrn, das an Jeremia erging wegen der großen Dürre. Juda ist ausgedörrt, seine Tore verfallen, sie sinken trauernd zu Boden und Jerusalems Klagegeschrei steigt empor. Du Israels Hoffnung, sein Retter zur Zeit der Not, warum bist du wie ein Fremder im Land und wie ein Wanderer, der nur über Nacht einkehrt? Warum bist du wie ein ratloser Mann, wie ein Held, der nicht zu retten vermag? Du bist doch in unserer Mitte, Herr, und dein Name ist über uns ausgerufen. Verlass uns nicht. Wort des lebendigen Gottes. Der Herr sei mit euch. Aus dem Heiligen Evangelium nach Lukas. Zacharias, der Vater von Johannes, wurde vom Heiligen Geist erfüllt und begann prophetisch zu reden. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat wir aus Feindeshand befreit, ihm furchtlos dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit, vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du Kind wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung seiner Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Evangelium. Frohe Botschaft unseres Herrn Jesus Christus.
Die Gottesdienste in diesen Tagen, liebe Glaubensfreunde, haben sich auch im Stil her gewandelt. Liturgiewissenschaftlich ist es Ziel, möglichst viele Menschen zu aktivieren. Jetzt werden die Dienste alle zusammengefasst und beschränkt. Neue Dienste sind entstanden, die Ordner. Die Ministranten, die schon in großen Scharen auftreten und in Normalzeiten Tag und Nacht im Münster sind, die Ministranten sind auch nur sehr dezent einsetzbar. Wir hätten heute Peter Schall-Ahlers, den Dompfarrer von Ulm, hier als Festprediger, als klar wurde, dass wir den Gottesdienst nicht so feiern können, wie eigentlich wir es geplant hatten, habe ich ihm abgesagt. Und er hat mir spontan zugesagt, sobald es mal wieder besser ist, kommt er und wird uns eine Predigt schenken. Wir sind jetzt also hier und feiern im Corona-Modus miteinander das Stadtpatrozinium. Seit 856 Jahren. 1164 ist Reinhard von Dassel von König Kaiser Barbarossa entlassen worden in den Urlaub, um von Mailand, sie haben die Stadt Mailand befriedet, was immer das zu bedeuten hat, nach Köln zu gehen. Als designierter Bischof sollte er dort dann seinen Bischofsstuhl einnehmen. Und dazu hat er Geschenke mitbekommen. Was schenkte man im Mittelalter? Das Wertvollste waren Glaubensdinge, Reliquien. Und so ist Reinhard von Dassel von Mailand über Breisach nach Köln gezogen und bei uns hat er Station gemacht und hat uns die Reliquien von Gervasius und Protasius hinterlassen. Viele Legenden bilden sich darum, weshalb er sie uns gegeben hat. Und wenn Sie in Mailand San Ambrosio in die Krypta gehen, sehen Sie in der Mitte ein Grab, da ist Ambrosius, rechts und links Gervasius und Protasius. Und wir haben Reliquien hier. Was wir genau hier haben, da müssen wir immer weiter forschen. Aber um was geht es eigentlich? Für was brauchen wir eigentlich Reliquien? Reliquien in heutigen Tagen. Wenn ein Star, ein Weltstar irgendwo auftritt, dann kreischt die Menge und sie wollen irgendetwas, sei es eine Unterschrift, eine Haarlocke oder ein Taschentuchzipfel oder so. Sie wollen von diesem Star, wollen sie was und heben das auf und ehren es. Menschen, mit denen wir eng zusammenleben und die von dieser Welt scheiden müssen, da heben wir Gegenstände auf, um uns an sie zu erinnern. Wir brauchen auch heute Zeichen, die greifbar sind. Den Menschen früher war es ganz wichtig, es war ihnen das Wertvollste. Reinhard von Dassel hat also hier in Breisach die Reliquien von Gervasius und Protasius uns geschenkt. Er zog weiter, hatte noch viele andere Reliquien dabei, unter anderem auch die Reliquien der heiligen drei Könige, die in Köln ausgestellt sind und durch die wir mit Kölnern besonders in Verbindung stehen. Gervasius und Protasius. Zwei Namen, die vielleicht ein bisschen schwer, wenn man sie zum ersten Mal hört, über die Lippen gehen. Ich tat mich am Anfang auch schwer und habe mir extra ins Messbuch reingeschrieben, ganz große Buchstaben, wie die beiden heißen. Doch wenn Sie mal im Netz recherchieren über Saint-Gervais, dann finden Sie ganz viele Städte und noch mehr Kirchen, die diesen Namen tragen. Die beiden waren Zwillinge. Und Heilige, Märtyrer als Zwillinge ist etwas ganz Besonderes. Sie haben in Mailand gelebt und sind wegen ihres Glaubens gestorben in Mailand. Ambrosius hatte in einem Traum die Erkenntnis, dass sie in seinem Garten sind, hat sie ausbuddeln lassen und hat dadurch in seiner Politik, kirchlich wie weltlich, sehr viel bewirken. Und jetzt sind also Reliquien dieser Heiligen bei uns in Breisach. Und wir ehren sie als Stadtpatrone seit 856 Jahren. Und nur ganz selten, bis fast gar nie, wurde dieses Fest einmal so gefeiert, dass man sich richtig feiern konnte oder überhaupt nicht gefeiert. Und deshalb entschieden wir, auch dieses Jahr feiern wir halt per Video mit ein paar Repräsentanten der Stadt und der Kirchen.
Wir feiern das Stadtpatrozinium. Das heißt, wir feiern den Segen, den diese Heiligen der Stadt seit 856 Jahren geschenkt haben. Und das ist ein Segen ganz vielfältig. Natürlich kamen die Wallfahrerinnen und Wallfahrer und die haben der Stadt ganz viel Reichtum auch gegeben, denn ein Wallfahrer muss auch essen, trinken, schlafen und so weiter, vielleicht auch neben der Wallfahrt das Leben ein bisschen genießen. Und da hat die Stadt ihnen das geboten, wunderschöne Lage, die wir hier haben, einfach das zu bieten. Heute sind es dann mehr die Riverboat Peoples, aber dieses Jahr auch nicht so stark. Die kommen, um einfach unsere wunderschöne Stadt zu genießen. Sie waren aber Segen auch in ganz persönlichen Anliegen. Und dann war zum Beispiel die Pest da. Gervasius und Protasius sollen mitgeholfen haben, dass die Pest nicht in der Oberstadt sich ausweitete, sondern sie ging gerade mal bis zum Café Etval, waschens unten drunter, das Café Etval war noch offen, gab es damals noch nicht, aber die Pest ist nicht in die Oberstadt gegangen. Wissenschaftler sagen jetzt natürlich, die Oberstadt hat einen anderen Brunnen gehabt, die Menschen damals haben gesagt, Gervasius und Protasius haben geholfen. Die helfen tatsächlich. Die helfen uns, dass wir immer wieder erahnen, was Gottes Liebe bedeutet. Zurzeit heißt Gottes Liebe nicht Gemeinschaft im engen Sinn mit Knuddeln und so weiter. Zurzeit heißt Gottes Liebe, Abstand zu halten. Aber Gervasius und Protasius helfen uns Tag für Tag. Sie helfen uns, dass wir selber nicht sie kopieren, sondern dass wir selber unseren eigenen Weg des Glaubens finden. Nur wenn wir unseren eigenen Weg des Glaubens finden, vielleicht auch Fürsprache des heiligen Gervasius und des heiligen Protasius, dann können wir sagen, Gott, wir sind eine gute Monstranz für dich. Wir tragen dich in unseren Herzen. Wir können mit unseren Worten, mit unseren Händen, mit unseren Füßen, mit unserer inneren Einstellung deine Liebe in die Welt tragen. Gervasius und Protasius sind Zwillinge. Und ich habe es nicht herausgefunden, ob sie eineigige Zwillinge sind. Die Wissenschaftler unter euch, die wissen, was ich jetzt meine, Behaviorismusforschung. Eineigige Zwillinge, die in frühesten Jahren getrennt wurden, entwickeln sich zum Teil ganz verschieden oder zum Teil auch ziemlich ähnlich. Und genau dies wird erforscht, um zu schauen, was für einen Einfluss hat die Umwelt, was für einen Einfluss haben die Gene für uns Menschen. Bei Gervasius und Protasius war es so, sie haben sich gegenseitig gestärkt. Durch Freud und Leid sind sie miteinander gegangen. Und so sind sie uns Bild zwischen den Kirchen und der Kommune, dass wir miteinander durch Freud und Leid gehen, aber auch unter den Kirchen, die evangelische Martin-Butzer-Gemeinde, wie auch mit der neuapostolischen Kirche, dass wir miteinander durch Freud und Leid gehen können. Dafür sind Gervasius und Protasius uns Fürsprecher. Sie sind uns Segen, dass wir spüren, unser Weg und unser Ziel ist Gott. Das war jetzt der erste Teil der Predigt. Der zweite Teil schenkt uns unsere Pfarrerin Hilga Lamm-Gillig. Ich freue mich. Thank you.
Liebe Festgemeinde hier im Münster und zu Hause an den Computern, liebe Brüder und Schwestern, einander stärken, einander nahe sein und begleiten in Freude und Leid und auch als unsere beiden Kirchen zusammen zu sein und durch die schwere Zeit zu gehen. Vielen Dank, Werner, für deine Botschaft. Ja, so ist es. Ich erinnere mich heute daran, wie ich im vergangenen September das erste Mal nach Breisach gefahren bin, um hier meinen Dienst als Vakanzvertreterin in der Martin-Buzer-Gemeinde anzutreten. Ja, und Sie kennen diesen Effekt. Man fährt auf Breisach zu und aus der Ferne, da taucht plötzlich dieses wunderschöne Kirchlein aus der Ferne auf dem Hügel und schön eingebettet in die Landschaft. Ja, und aus diesem Bild aus der Ferne ist in den vergangenen Monaten viel Nähe entstanden. Nähe zum Münster, zur Münstergemeinde mit seinen Menschen. Es kommt nicht auf Zahlen an, aber doch, stellen Sie sich vor, seit vergangenem Herbst bis September haben wir 8 gottesdienstliche Anlässe gehabt, zu denen wir evangelische und katholische zusammengewirkt und einander besucht haben. Und das ist eine ganze Menge, das ist mehr als einmal im Monat, ganz abgesehen von den alltäglichen Absprachen und dem Zusammenwirken in der Seelsorge im Krankenhaus und in den Pflegeheimen und dem Unterricht in der Schule. Aber diese Dichte der Begegnungen zeigt, wie sehr die Martin-Buzer-Gemeinde mit der Münster-Gemeinde verbunden ist. Und das ist schön. Ja, und nochmals an dieser Stelle dir, Werner, auch vielen Dank und auch den Münsterleuten, dass du heute die Predigtzeit mit mir teilst und ja, wie überhaupt in den vergangenen Jahren ja immer wieder evangelische Pfarrer und Pfarrerinnen hier im Münster predigen durften. Und ich finde, das ist ein Zeichen von Größe, das zu tun, von Größe und von Vertrauen. Und das möchte ich heute wirklich mit Respekt und anerkennend der Münstergemeinde sagen. Das Miteinander der beiden Kirchen in Breisach gelingt und ich habe die Zeit beim Höhepunkt der Pandemie als sehr intensiv erlebt, was die gegenseitigen Beziehungen angeht. Da hat sich die Zusammenarbeit wirklich bewährt und sie hat uns gegenseitig gestärkt. Die kurzen Wege zueinander. Übrigens auch die kurzen Wege zur politischen Gemeinde in dieser schwierigen Zeit. Wir haben immer das Gefühl gehabt, dass wenn wir ein Problem haben, dass es ganz schnell gehört und Abhilfe geschaffen wird im Rathaus. Ja, und die gemeinsamen Aktionen, wir haben uns sehr intensiv miteinander abgesprochen über unser Vorgehen in dieser Zeit, gemeinsame Presseerklärungen und so weiter. Und das alles war unendlich hilfreich. Es ist ja so, dass wir, die evangelische Martin-Buzer-Kirche, hat ja weniger Mitglieder vergleichsweise und ist sowas wie die kleinere Schwester, kann man sagen. Und da ist es einfach schön, als kleinere Schwester zu wissen, dass die große Schwester einem nahe ist und dass man sie an der Seite hat. Die Gemeinschaft der Kirchen tut besonders in Krisenzeiten gut. In Krisenzeiten brauchen wir diese Gemeinschaft mehr als sonst. Und zu dieser stärkenden Gemeinschaft in Krisenzeiten darf man ruhig auch die sogenannte Wolke der Zeugen zählen. Das sind einmal die Heiligen. Du hast es sehr schön geschildert, die Bedeutung von Gervasius und Protasius für uns heute. Und zu dieser stärkenden Gemeinschaft gehört auch die Wolke der biblischen Zeugen. Die Heiligen sind für sie, die Katholiken, wichtig und wir Protestanten, wir konzentrieren uns auf die biblischen Zeugen. Und beides tun wir das nicht nur, weil es halt Brauch ist, sondern weil diese Zeugen des Glaubens Erfahrungen versammeln, in denen wir unsere eigenen Erfahrungen wiederentdecken können.
weil wir im Leben und im Kampf dieser Glaubenszeugen unseren eigenen Kampf wiederfinden können, unsere eigenen Fragen, unser eigenes Ergehen. Ich möchte da gerne auf die Worte eines biblischen Zeugen eingehen, wir Protestanten. Wir machen das nun einmal nicht ohne Bibel mit dem Predigen. Und zwar Worte des Propheten Jeremia, die wir in der Schriftlesung schon gehört haben. Und die sind heute im Jahr 2020 hochaktuell. Und deshalb lese ich das nochmal vor. Ein Wort des Herrn, das an Jeremia erging, wegen der großen Dürre. Juda ist ausgedörrt, seine Tore verfallen, sie sinken trauernd zu Boden und Jerusalems Klagegeschrei steigt empor. Du, Herr, Israels Hoffnung, sein Retter zur Zeit der Not, warum bist du wie ein Fremder im Land, der nur über Nacht einkehrt? Warum bist du wie ein ratloser Mann, wie ein Held, der nicht zu retten vermag? Es ist unglaublich. In diesen Worten, die über 2500 Jahre alt sind, ist alles da. Dürre. Erfahrung der Dürre. Die Erfahrung, dass das Leben bedroht ist, insgesamt. So, wie wir es in der Pandemie immer noch erleben. Die Erfahrung, dass Menschenleben bedroht sind, Beziehungen, seelische Gesundheit, Gemeinschaft, dass Zukunft und Sicherheit bedroht sind. Dürre, das ist Dürre. Klagegeschrei steigt empor, so heißt es bei Jeremia. Auch das ist uns so gegenwärtig. Die Klage, die spricht, ja, schreit uns noch aus der Seele. Wir haben noch die Bilder vor Augen aus Italien, aus Spanien, dieses Leid und hör noch das Klagegeschrei. Und mancher unter uns trägt auch ganz persönlich Trauer um einen lieben Menschen, den er verlieren musste. Oder lebt mit großer Sorge um einen gefährdeten Menschen. Oder leidet unter der Einsamkeit, unter Ängsten. Für all das finden wir bei Jeremia Worte. Und was in Jeremias Klage noch zum Ausdruck kommt, das ist die Anfrage an Gott. In Krisenzeiten kann es geschehen. Und das sage ich auch für mich persönlich, dass ich Gott auf einmal nicht mehr sehe, nicht mehr spüren kann, dass ich nicht mehr sicher bin, will er denn Gutes für uns? Kümmert er sich überhaupt um uns? Warum bist du wie ein Fremder im Land, der nur über Nacht einkehrt? So klagt Jeremia. Ja, auch das erleben Christen, Gottes Ferne, den Zweifel an Gottes Güte. Und dieser Zweifel kann so tief gehen, dass er Gott nichts mehr zutraut, dass er nicht mehr glauben kann, dass Gott zu helfen vermag. Warum bist du wie ein ratloser Mann? Das ist die Anfrage Jeremias an Gott. Warum bist du wie ein Held, der nicht zu retten vermag? Ich finde Jeremias Klage in dieser schweren Zeit so tröstlich, weil sie mir zeigt, Menschen, Gläubige, die vor uns waren, die haben all das schon durchgemacht. Wir sind mit all dem hier nicht allein. In Jeremias Klage kann ich Worte finden für meine eigene Klage, für meine eigene Not, für das, was mich zurzeit manchmal einfach nur sprachlos macht. Und ich glaube schon darin, dass wir uns mit unserer Not an Gott wenden, darin ist er da. Er ist da in unserer Klage, er ist da in unserer Not. Vielleicht anders, als wir es erwarten. Vielleicht ist er anders da, als wir es uns so vorstellen. Vielleicht ist er manchmal nur wie ein kleines Licht da, wie ein kleiner Hoffnungsschimmer.
In der vergangenen Woche habe ich solch einen Hoffnungsschimmer erlebt, einen lichten Moment, so in dieser Alltagstrübnis. Und es hat mich sehr bewegt und ich möchte Ihnen davon erzählen. Eine ganz kleine Sache, eine Familie schrieb uns ins Pfarramt über die Geburt ihres zweiten Kindes und sie schrieben, es ist soweit, wir haben unser Kind empfangen. Wir haben unser Kind empfangen. Sowas hört man in Corona-Zeiten mit ganz anderen Ohren. Wir haben unser Kind empfangen. So formuliert jemand, der sich darüber bewusst ist, dass das Leben geschenkt ist, dass das Leben nicht machbar ist und das Glück schon gar nicht und dass jeder Mensch ein Geschenk des Himmels ist. Wir haben unser Kind empfangen. Diese Worte sind mit mir gegangen, weil wir ja seit März eigentlich jeden Tag erleben müssen, dass wir das Leben nicht in der Hand haben. Dass wir es nicht in der Hand haben, dass das Leben gelingt und dass das Glück gelingt. Wir spüren in dieser Zeit, wie verletzlich wir sind und wie sehr wir aufeinander angewiesen sind, wie sehr wir Beziehungswesen sind. Und wir erleiden es auch, dass wir mehr Empfangende sind als Machende. Wir wollen ja gerne machen und das passt uns nicht, einfach passiv zu sein, auch erleiden zu müssen. Wir wollen ja alles immer unter Kontrolle und im Griff haben und das möglichst schnell und ganz alleine. Ich glaube, es ist die Herausforderung und die Chance, die Corona-Krise uns gibt. All das viel mehr einzubeziehen in unser alltägliches Leben und in unsere Entscheidungen. Die Unverfügbarkeit des Lebens, die Würde jedes Menschen, den Wert jedes Menschen, unser Angewiesensein aufeinander, all das viel mehr einzubeziehen in unseren Alltag, in unsere Arbeit, in unsere Arbeitsplätze, in unsere Entscheidungen, auch in die großen Entscheidungen und viel mehr aufeinander Acht zu geben. Ich möchte nur ein Beispiel sagen, wie viel Zeit dürfen eigentlich persönliche Begegnungen und eine menschliche Atmosphäre in Anspruch nehmen in unseren Pflegeheimen, in unseren Krankenhäusern, in unseren Behindertenheimen. Wie viel lassen wir uns solche menschliche Qualität, solche menschliche Atmosphäre kosten? Und braucht es denn noch eine Corona-Krise, bis wir das verstehen, dass die Kirche sich einsetzen muss, sich stark machen muss für humanere Arbeitsbedingungen, für gerechte Entlohnung, für die Pflegenden, für die Klinikärzte. Denn die schützen mit ihrer Arbeit die Würde derer, die schützenswert sind, die am verletzlichsten sind, der hochalten Menschen, der kranken Menschen, der Dementen, der behinderten Menschen, der Sterbenden. Und Ähnliches möchte ich auch für die Erzieherinnen sagen. Sie schützen, sie bilden die Würde unserer Kinder. Wie sehr lassen wir uns im Hamsterrad jagen, anstatt an unseren Arbeitsplätzen, in unseren Betrieben, im Alltag dem Menschen Vorrang zu geben? Das sind jetzt nur kleine Beispiele, aber sie stehen exemplarisch dafür, dass unsere Gesellschaft in der Gefahr steht, sich selbst die Grundlage für ihr Gelingen zu entziehen, sich selbst den Boden für ihr Gelingen zu entziehen, nämlich die Menschlichkeit. Wir haben unser Kind empfangen. Dieses Kind hat uns zum Thema der Menschlichkeit geführt. Die Geburt eines Kindes möchte unser Herz aufschließen, sodass wir zuallererst unsere Hände öffnen, um zu empfangen.
um zu empfangen, was Gott uns ganz reich schenken will. Wir dürfen wissen, dass Gott uns und diese Welt unendlich liebt. In der Geburt eines Kindes ist uns das gezeigt worden. Wir haben in der Schriftlesung davon gehört, aus dem Lukas-Evangelium war das. Über das göttliche Kind heißt es dort, und das möchte ich zum Schluss noch vorlesen. Du wirst das Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken, in der Vergebung seiner Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und um unsere Schritte auf den Weg des Friedens zu lenken. Amen. Gott hat uns diese wunderschöne Welt geschenkt. Ihm dürfen wir unseren Dank und unsere Bitten sagen. Wir bitten dich, Herr und Gott, für die Stadt Breisach. Segne und beschütze sie und ihre Bewohner. Gib ihr, die so viel erlebt hat an Krieg und Zerstörung, Frieden und Wohlergehen. Begleite alle, die sich einsetzen zum Wohl der Stadt, mit deinem guten Geist. Hilf uns, dass wir besonders der jungen Generation gegenüber gerecht werden und allen Kindern und Jugendlichen Förderung, Bildung und Zukunft ermöglichen. Stärke und erhalte die Familien und gib allen Bewohnern unserer Stadt Gesundheit, gegenseitiges Verstehen und glückliche Jahre. Herr, unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. So alt unser Patrozinium auch sein mag, darin wird verdeutlicht, was uns verbindet hier vor Ort in Breisach.
Darin erkennt man den unfassbaren Kern unseres Glaubens. Wir bitten dich, Herr, unser Gott, um deinen Segen für die ganze Raumschaft, links und rechts des Rheins. Wir bitten darum, dass alle Menschen guten Willens zusammenwirken, im gegenseitigen Verstehen und im Suchen nach guten Lösungen. Wir hoffen auf eine gute Weiterentwicklung unserer rheinüberschreitenden deutsch-französischen Freundschaft. Möge der Post-Fessenheim-Prozess ein zügiges und für beide Seiten gutes weiteres Fortkommen nehmen. Erhalte uns über Grenzen und Religionen hinweg den Frieden, die Hilfsbereitschaft und die Achtung voneinander. Herr, unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Im Jahre 1950 haben sich die Bürgerinnen und Bürger dieser Stadt die Idee eines geeinten Europas zu eigen gemacht. Danken wir Gott, was daraus geworden ist, in Freiheit, Wohlstand, Versöhnung und in Frieden. Lass uns immer wieder vor Augen führen, dass das Erbe eines geeinten Europas ein Geschenk ist und eine Aufgabe ist, derer wir uns täglich widmen müssen. Herr, unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten dich, Herr, unser Gott, dass es uns gelingt, das Coronavirus zu besiegen. Wir bitten dich, Herr, unser Gott, dass nach Corona unsere Weitsicht geschärft bleibt, auf was es wirklich ankommt im Leben. Corona hat uns alle fest im Griff und hat unser Leben beeinträchtigt. Wir bitten dich, segne die Schwächeren und Gebrechlichen. Hilf all denjenigen, die jetzt auch wirtschaftlich schwer durch die Krise gebeutelt sind, wieder zuversichtlich und mit Mut in die Zukunft zu schauen. Erhalte unsere Gesundheit und Stärke, gerade jetzt in der Krise, unser Miteinander. Herr, unser Gott, wir bitten dich, erhöre uns. Gott, mit diesen Bitten lass uns zu deinem Altar treten und unser Leben miteinander und mit dir teilen, durch Christus, unseren Herrn. Wenn ihr ein Fach nehmt.
Gottselig sind wir auf dem Weg zur Vollendung, gestärkt mit deinem Geist. Er stärkte uns auch in diesen Tagen. Er stärkte die Wissenschaftlerinnen und die Politiker und Politikerinnen. Er stärkte die Menschen, die in Solidarität sich besonders für andere einsetzen, in Leibsorge und Seelsorge. Er ist auch jetzt hier mitten unter uns und stärkt uns für das Mahl des Lebens. Sollen wir es hier empfangen oder geistig an unseren Fernsehern? Der Geist ist da. Wir danken dir. Der Herr ist mit euch. Erhebt die Herzen. Lasst uns danken dem Herrn, unserem Gott. Ja, es ist würdig, es ist recht, dir, Gott Vater, zu danken, das Werk deiner Gnade zu preisen. Denn in den Glaubenszeugen schenkst du der Kirche leuchtende Zeichen deiner Liebe. Durch das Zeugnis ihres Glaubens verleihst du uns die Kraft, nach der Fülle des Heiles zu streben. Durch ihre Fürsprache, durch ihr heiliges Leben gibst du uns Hoffnung. Darum rühmen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen und schwingen miteinander zum Lob deiner Herrlichkeit. Wie gerne hätten wir mitgesungen, dir zum Lob, denn heilig bist du, großer Gott. Du bist die Quelle allen Heiles. Wir bitten dich. Sende deinen Geist auf diese Gaben herab und in unser Leben hinein. Mach aus Brot und Wein für uns Leib und Blut Jesu Christi. Denn am Abend, an dem Jesus ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er Brot, dankte dir, Vater, teilte das Brot mit den Jüngern und sprach: Nehmt und esst alle davon. Das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So nahm er auch den Kelch mit Wein, dankte wieder,
reichte ihn den Jüngern und sprach: Nehmt und trinkt alle daraus. Das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes. Mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Tut dies zu meinem Gedächtnis. Geheimnis des Glaubens. Deinen Tod, Herr, verkünden wir. Und deine Auferstehung preisen wir, bis du kommst in Herrlichkeit. Darum, gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes. Bringen wir das Brot des Lebens, den Kelch des Segens da, Zeichen deiner ewigen Gegenwart. Wir danken dir, dass du uns beim Namen rufst und uns den Rücken stärkst mit den Gaben des Heiligen Geistes. Wir bitten dich für die Christen auf der ganzen Welt. Führe sie in Einigkeit zusammen. Segne dein Volk in deiner Liebe. Segne die Menschen, die sich besonders eingesetzt haben in Leibsorge und Seelsorge. Segne die Ordensleute, die Diakone, die Priester und die Bischöfe. Segne unseren Erzbischof Stephan. Segne unseren Papst Franziskus. Wir denken an unsere Verstorbenen, besonders an die, die wir in den letzten Wochen in aller Stille verabschieden mussten. Nimm sie auf in dein Reich, zeig ihnen dein Angesicht, vollende sie. Vater, erbarm dich über uns alle, damit uns das ewige Leben zuteil wird, in Gemeinschaft mit Maria und Josef, mit Gervasius und Protasius, mit Stephanus und Laurentius, mit der heiligen Corona, mit Anna und Vitus, mit Remigius, Bernhard und Ulrich, mit Verena und dem Erzengel Michael, mit allen Fürsprechern unserer Seelsorgeeinheit, damit wir dich loben und dich preisen, durch deinen Sohn, Jesus Christus. Rufen wir das Lob der Dreifaltigkeit miteinander Gott zu. Durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir Gott, allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Ob hier, ob am Bildschirm, ob auf einem anderen Fleck auf dieser Welt, wie in unserem kleinen Kreis, egal wo, überall dürfen wir uns verbunden wissen, in dem Gebet, das Jesus mit uns zum Vater betet. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
Der Friede des Herrn ist mit dir. Durch ein Zunicken, ein Zulächeln oder ein Winken dürfen wir uns den Segen Gottes spenden. Seht Christus, den Lebenden, unser Lamm Gottes, er geht den Weg des Lebens mit dir. Ja, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Erhöre unser Gebet, erhöre
Eigentlich wäre es jetzt soweit, dass wir mit einer großen Prozession unseren Glauben bekennend wie die Monstranzen mit unseren Worten, mit unseren Taten, dass wir durch unsere Stadt ziehen, zu verschiedenen Stationen, dort innehalten, nachdenken, Gott danken und ihn loben. Das geht nicht, aber im Kleinen hier ist es möglich. Sie bitte ich, sitzen zu bleiben, stellvertretend für euch hier im Münster, euch allen an den Bildschirmen, für unsere ganze Stadt werden einige wenige Repräsentanten jetzt eine ganz kleine Prozession durch unser Münster gestalten. Oh.
Der wiedereinander Vorsitzende des Pfarrgemeinderates unserer Seelsorgeeinheit, die Stellvertreterin Frau Schmitz-Sitz-Tinden, er ist jetzt vorne am Ambo, und der Sprecher des Gemeindeteams Martin Hau wird jetzt noch Ihnen Informationen geben. Vor allen Dingen ist es ein Dank. Ein Dank, dass Sie heute mitgefeiert haben. Eine Feier in so schweren Zeiten. Und ich denke immer nur 2 Wochen voraus. Das ist recht schwierig momentan. Und ich bin froh, dass wir gemeinsam heute 2 Wochen vorausgeschaut haben. Ein besonderer Dank möchte ich richten an Pfarrer Werner Bauer für die Seelsorge und für den heutigen Tag und sein Predigtwort. Ein Dank an Mike Bockfilm, der es mir ermöglicht hat, dass viele in Breisach doch bei diesem Gottesdienst dabei sein konnten. Ein Dank an Subito Vocale und an Nicola Heckner für diese wunderschöne musikalische Begleitung. So war es verschmerzbar, dass wir nicht mitsingen durften. Es schmerzt mich heute, dass ich heute das Lied der Stadtpatrone nicht mitsingen kann, aber das werden wir gleich hören. Und ein Dank an Sie, liebe Frau Pfarrerin Lamgilneck, für Ihr Predigtwort. Für Ihr Predigtwort der Menschlichkeit. Auf das kommt es gerade an. Nicht nur gerade, eigentlich immer. Insofern war das Fest der Stadtpatrone, unserer Stadtpatrone, ein Fest der Menschlichkeit. Vielen Dank, Frau Lamgilneck. Und ich möchte Sie jetzt bitten, uns den Segen zu spenden.
euch und Ihnen allen einen schönen Festsonntag und eine gute, gesegnete Woche. Geht hin in Gottes Frieden.